Kapitel 2 Grace, London, das Institut. Matt? Stieß ich ungläubig hervor, und mir blieb kurzzeitig die Luft weg. Unter allen Wesen auf dieser Erde war Matthew Delaware das allerletzte, das ich zu sehen erwartet hatte. Langsam legte er den Kopf schief und schenkte mir dieses vollkommen unangebrachte Grinsen. »Sie kennen sich?« keuchte Lisa, die hinter Matt stehen blieb. Sie war vermutlich hinter ihm hergerannt, so schnell ihre kurzen Beine sie trugen. Ich nickte geistesabwesend. »Ja, wir kannten uns.« »Wie ich bereits sagte«, lächelte er und schenkte ihr dabei eine ungehörige Portion seines Charmes, ehe er sich wieder ganz mir zuwandte. »Die Sicherheitsvorkehrungen haben sich verbessert.« Sein Grinsen wurde breiter, und ihm schien bewusst zu werden, dass alle im Raum ihn anstarrten. »Was man vom Personal nicht sagen kann.« Er zeigte auffällig unauffällig in Lisas Richtung. »Was suchst du hier?« schnaubte ich. Ich hatte viel Zeit darauf verwendet, mir darüber Gedanken zu machen, was ich Matthew Delaware so alles an den Kopf werfen würde, sollte ich ihn jemals wiedersehen. Allerdings waren das in meinen Tagträumen immer zufällige Begegnungen gewesen, die daran endeten, dass es anfing zu regnen und er wie ein begossener Pudel stehen blieb, während ich wie eine Rachegöttin verschwinden würde. Oder wir sahen uns auf einer Party, auf der mein Cocktail nach einer melodramatischen Rede auf seinem Hemd landen würde. Natürlich hatte ich passend zum Anlass ein wundervolles Cocktailkleid an und würde generell umwerfend aussehen. Niemals hätte ich aber mit einem echten Wiedersehen gerechnet. Und um nichts in der Welt hätte ich mit einem Wiedersehen im Institut gerechnet. Also bekam ich nichts Besseres raus als: »Was suchst du hier?« »Das Glück, aber es versteckt sich. Und jetzt geh mal bitte aus dem Weg, Gracie, ich muss mit dem Chef reden. Vielleicht finden wir nachher noch ein wenig Zeit zum Plaudern.« Ein kollektives Luftholen erfüllte den Raum. Schon alleine die Tatsache, dass er mich Gracie nannte, war natürlich vollkommen unangebracht. »Du suchst den Chef. Er steht vor dir.« Nun war es um meine Beherrschung endgültig geschehen. Wie konnte er sich erdreisten, hier überhaupt aufzukreuzen? Und mich vor dem ganzen Institut mit diesem lächerlichen Spitznamen anzureden? Vor meinen Angestellten? Wie konnte er mir nach allem, was passiert war, überhaupt noch unter die Augen treten? »Du bist der Chef?« flüsterte er ungläubig. »Sie werden diese Person umgehend entfernen«, herrschte Lisa die Security-Leute an. »Wie Sie deutlich sehen, ist dieses Subjekt hier unerwünscht. Wie kommen Sie überhaupt dazu, diese Person hier hereinzulassen?« Zweifellos war Lisa fast so entnervt wie ich. »Er hat sie alle in Ohnmacht fallen lassen, einfach so«, knurrte der Größere der Fänger, die wir als Security eingestellt hatten. Es passte ihm offensichtlich ganz und gar nicht, von Lisa zurechtgewiesen zu werden. Wieder ging ein Raunen durch die Menge, und als die Security-Leute mich anblickten, hob ich gebieterisch die Hand in die Höhe. »Ja, Matthew Delaware, ich bin der Chef.« Mit Nennung seines Namens waren alle Zweifel in der Menge bezüglich seiner Identität beseitigt, und es machte sich eine noch viel größere Unruhe breit. Nicht wenige, mich eingeschlossen, wollten ihm an die Kehle springen. »Während du abgehauen bist, wurde ich befördert«, fuhr ich heftig fort. »Abgehauen« war noch viel zu nett formuliert. »Uns verlassen, uns verraten hast.« »Ich habe niemals daran gezweifelt, dass du das Zeug dazu hast. Ich habe bloß angenommen, es sei unter deiner Würde.« Da war er wieder, dieser verschwörerische Ton seiner dunklen Stimme. All die Jahre über hatte ich sie mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen, nur um sie nicht zu vergessen. Jetzt wünschte ich mir nichts sehnlicher, als sie niemals gehört zu haben. Sie niemals meinen Namen flüstern gehört zu haben oder dieses Lachen zu kennen. Da war nur noch Hass. »Es spielt aber keine Rolle. Grace, es ist wichtig. Wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Du musst mir zuhören. Du musst.« »Ach, muss ich das?« rief ich aus und wieder viel zu laut. Ich musste dieses ganze Institut am Laufen halten, musste zusehen, dass die Fänger und die Gefallenen keinen Krieg anzettelten, musste die Steuerabrechnung machen und noch dringender ein Weihnachtsgeschenk für meine Tante Henriette besorgen. Was ich nicht musste, war mir von irgendjemandem etwas sagen zu lassen. Und was ich ganz sicher nicht musste, war Matthew Delaware anzuhören. Da konnte er seine Hände noch so sehr verkrampfen und noch so kläglich aus der Wäsche blicken. »Ich hatte dich anders in Erinnerung«, fuhr ich fort und taxierte ihn mit allem Zorn, den ich über die Jahre angestaut hatte. »Als selbstgefälligen Arsch. Verräter.« Er war ein Verräter, ein Deserteur. Wieso benutzte ich das Wort dann nicht? Ein Wort Veränderung. Trotz seiner Art wirkte er nicht mehr
wie der Visionär unter den Fängern, Matthew Delaware, der das Potenzial hatte, der Beste zu werden. Matthew Delaware, dem alles zuflog, während ich hart arbeiten und trainieren musste. Matthew Delaware, mit dem ich jahrelang Seite an Seite gekämpft hatte. Nein. Ich wollte mich nicht an die schöneren Zeiten erinnern. Er sollte nicht aussehen wie der Mann, mit dem ich gekämpft und gelacht hatte. Aber er sah genauso aus, mit seinen breiten Schultern und den dunklen braunen Haaren. Er sah genauso aus wie damals. Vielleicht ein wenig ungepflegter. 3-Tage-Bart, Schmutz. Ach verdammt, er sah genauso aus wie damals. Nein, so wollte ich nicht an ihn denken. Ich wollte an den Verräter denken, der er war. Plötzlich lag da ein tiefer Schmerz in seinem Blick. »Ich hatte dich genauso in Erinnerung«, flüsterte er und verkrampfte seine Hände noch stärker in seinem schwarzen, dreckigen Mantel. »Nur wärmer.« »Er hatte mich wärmer in Erinnerung?« Das sagte der Mann, der mich zu einer Frau aus Eis gemacht hatte? Ich begann zu zittern, und das nicht vor Kälte, sondern vor unbändiger Wut. »Ich würde vorschlagen, du verschwindest von hier, bevor noch andere Leute auf die Idee kommen, sich mit dir darüber auszutauschen, wie sie dich in Erinnerung haben. Ich nehme an, das würde dir nicht gefallen.« Das Raunen der Menge gab mir recht. Hilflos senkte mit dem Kopf, doch es war Kelly, die sprach. »Warte!« »Bitte, Grace!« Verzweifelt sprang sie auf und stellte sich zwischen uns. »Wenn er eine Ahnung von dem hat, worüber wir gerade geredet haben, dann kann er uns helfen.« Erst jetzt erinnerte ich mich an Kellys Worte über den vermeintlichen Engelsangriff und an Mets Einmischung. »Was auch immer du glaubst gesehen zu haben, Kelly.« Ich holte langsam Luft und blickte wieder Matt an. »Es ist es nicht wert, mit dieser Person zu reden.« Damit war die Sache erledigt. Lisa fasste Kelly an der Schulter, und Matt wandte sich noch einmal mir zu, bevor er sich den abfälligen Blicken der Fänger aussetzte und endlich Anstalten machte, den Security-Leuten zu folgen. »Gott, Grace!« schrie Kelly auf und machte sich von Lisa los. »Was auch immer ich gesehen habe, ist zu wichtig, um es zu ignorieren. Ich habe dein Vertrauen nie missbraucht. Ich weiß, was er dem Institut, was er uns angetan hat, aber Grace, er weiß das auch. Er wäre das Risiko nicht eingegangen, wenn es nicht sein müsste. Hierher zurückzukehren wäre doch viel zu gefährlich.« »Kelly«, raunte ich, und sie zuckte zusammen, entschuldigte sich jedoch nicht. »Bedenke, dass wir nicht objektiv sind«, flüsterte sie. »Kelly, danke«, seufzte ich, denn sie hatte recht. Obwohl mir die Gesamtsituation nicht passte und dieses Gespräch eine Richtung einschlug, die mir überhaupt nicht gefiel. »Lisa, was meinst du?« Alle Augen im Raum richteten sich auf Lisa. Einen Moment lang schien sie zu überlegen, dann nickte sie. »Lass ihn sprechen.« Ihre Stimme klang sicher, nicht bittend. Einen Moment lang schaute ich mich im Saal um. Ich wusste, dass nicht alle meine Entscheidung gutheißen würden, aber alle würden sie respektieren. »Sprich.« Matt ließ sich auf ein Knie sinken und neigte den Kopf. »Ich, Matthew Delaware, spreche vor Ihnen, Grace Darcy, Leiterin des Instituts London, und vor dem gesamten Institut in einer Angelegenheit höchster Wichtigkeit. Was die Fängerin Kelly behauptet, ist die Wahrheit. Die Engel greifen die Fänger vermehrt an. Sie missbilligen unser Paktieren mit den Gefallenen und sehen es als Vertragsbruch an.« »Unser Paktieren? Seit wann gehörte er wieder zu den Fängern?« »Euer Paktieren mit den Gefallenen, und dagegen wollen sie nun vorgehen, in einer niedergewesenen Weise.« »Woher beziehst du deine Informationen?« rief ich über die steigernde Unruhe im Saal hinweg. »Bist du es nicht, Matthew Delaware, der uns Fänger verraten hat und uns verließ, um ein Bote der Engel zu werden? Und jetzt verrätst du uns ihre Pläne?« »So lass mich doch ausreden«, schrie er verzweifelt über die immer lauter werdende Menge hinweg. Die Fänger begannen, ihn in den unterschiedlichsten Sprachen zu beschimpfen, während die Gefallenen schockiert dastanden. »Dann sprich«, forderte ich ihn erneut auf. »Ich wollte das Institut verlassen, ja, aber die Entscheidung, zu den Engeln zu gehen, traf ich nicht alleine.« »Oscar Abrams ordnete es an. Ja, ich wollte das alles hinter mir lassen, aber nicht so. Denkt darüber, was ihr wollt, aber ich bin nicht freiwillig auf die andere Seite gewechselt. Als Oscar mich damals anhielt, konnte ich ihm diese Bitte nicht abschlagen. Jahrelang habe ich den Boten gespielt und sie bespitzelt, um Informationen zu erhalten, und nun überbringe ich euch diese Informationen. Die Engel werden etwas gegen die Institute unternehmen, und wir sollten bereit sein.« Als Matt Oscars Namen erwähnte, kehrte Totenstille im Saal ein. Für uns alle war Matthew ein Verräter gewesen.
Dass er uns freiwillig hatte verlassen wollen, machte ihn auch zu einem Verräter, aber die Tatsache, dass der ehemalige Boss des Instituts, Oscar Abrams, Matt zu den Engeln beordert hatte, war vollkommen unerhört und nie dagewesen. Die Engel, die Gefallenen und die Fänger lebten nebeneinander her. Wir hatten das verzerrt, indem wir anfingen, mit den Gefallenen zu arbeiten. Aber dass wir anfingen, uns untereinander zu bespitzeln, war uns fern gewesen. Wenn Matt die Wahrheit sagte, hatten wir ein Riesenproblem. Da ich nicht antwortete, erhob sich Matt langsam. Grace, unabhängig von dem, was du über mich denkst, dass alle hier über mich denken. Grace, bitte, im Namen des Instituts musst du etwas unternehmen. Die Stimmen in der Menge wurden zu einem sonoren Rauschen und ich spürte Kellys und Lisas Blick auf mir ruhen. Lisa betrachtete mich kritisch und Kelly untermalte jedes von Matts Worten mit zustimmendem Nicken. Eine Sache noch, Matt. Wenn du dich so in die Struktur der Engel eingearbeitet hast, dass sie dir diese Informationen anvertrauten, wieso ließen sie dich dann gehen? Dass sie dich aufgenommen haben, verstehe ich noch, schließlich warst du der beste Fänger. Doch wieso lassen sie zu, dass du uns solche Informationen zuspielst? Mir stockte der Atem, als ich die Wahrheit erkannte. Sie haben es dir gar nicht anvertraut, keine Frage. Ich habe ihre Konferenzen belauscht. Obwohl mir nichts mehr am Institut lag, musste ich ihm diesen letzten Dienst erweisen. Seine Stimme brach und ich wusste nicht, ob er mit ihm das Institut meinte, das seine Heimat und sein Leben gewesen war, oder Oscar, der uns wie seine Kinder behandelt, uns großgezogen und trainiert und irgendwie auch geliebt hatte, soweit wir Fänger überhaupt lieben konnten. Und doch haben sie dich gehen lassen? Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass mir die Antwort bereits klar war. Nicht direkt. Sein Blick suchte Vergebung und er zitterte am ganzen Leib. Was hast du angerichtet? Das war's, was ich seit seinem Verschwinden hatte tun wollen. Ich wollte ihn anschreien, so lange und so laut, bis ich keine Stimme mehr hatte. Ich wollte schreien, obwohl das eigentlich gar nicht meine Art war. Nicht die Art der beherrschten, perfekten Grace Darcy. Ich verfluchte mich innerlich, dass er noch so viel Macht über mich hatte. Genug Macht, mich zu einer völlig Fremden zu machen. Er richtete sich zu seiner ganzen Größe auf und hob die Hände, aber nicht zur Verteidigung. Ich sollte seine Handinnenflächen sehen, und sie offenbarten mir, was ich befürchtet hatte, und doch nicht geglaubt. Schwarze Lebenslinien, das Zeichen der Verdammten. Ich habe sie belauscht, und als ich geflohen bin, hat einer von ihnen mich erwischt. Grace, es tut mir leid, ich musste euch doch die Information bringen, dass sie euch angreifen werden. Ich hätte euch doch nicht schutzlos hier lassen können. Dann kam der Satz, den ich ihnen in meiner Fantasie immer wieder an den Kopf geworfen hatte. Weißt du eigentlich, was du angerichtet hast? Nun hob er den Kopf gen Himmel und schloss die Augen. Seine Stimme war kaum mehr ein Flüstern. Ja. Ja, Gracie, das weiß ich. Ich habe einen Engel getötet.